Gut, wir sind gerade beim Wiederholen von Kreisbewegungen und wir haben die Idee, den grundsätzlichen Versuch mal auszuwerten. Und zwar haben wir hier eine Kugelbahn, kann man sich so vorstellen. Ich habe hier eine Kugel, die lasse ich hier los und die ist so schnell, dass sie hier ein Looping macht und hier tatsächlich oben noch ausreichend angepresst wird. Wir hatten gerade gesagt, durch die sogenannte Radialkraft, die Bahn hält, diese schwarz dargestellte Bahn hält die Kugel in einer Kreisbahn, die soll hier ruhig ideal dargestellt sein. Und die Fliehkraft, was dem entgegengesetzten der Radialkraft entspricht, ist so groß, dass die Kugel oben angepresst wird und einen sauberen Looping macht. Ich mache mal ein zweites Beispiel. Wenn ich die Kugel nur hier loslasse, das heißt also, dass die Geschwindigkeit viel geringer ist, kommt sie vielleicht bis hier und fällt dann einfach runter. Das wäre also der zweite Fall, der nicht so gut ist. Wir können dann noch die Starthöhe berechnen. Wir können sie auch nochmal ausbaldowern, indem wir das Ganze ausprobieren. Aber wir wollen jetzt erstmal eine ausreichende Geschwindigkeit bestimmen, sodass die Kugel hier oben auch bleibt. Und das diskutieren wir jetzt mal durch. So, wir haben Folgendes ausgemessen, und zwar der Radius der Kreisbahn, das waren 5 cm, und wir haben sie aus einer Höhe von 18 cm gegenüber dem tiefsten Punkt starten lassen müssen, damit sie noch gerade so, das haben wir ausprobiert, damit sie noch gerade so oben haften bleibt. Das kann jetzt auch irgendwie ein paar Millimeter weniger oder mehr sein, aber das bis dahin. Gesucht ist in diesem Fall die Masse der Kugel. Machen wir es so. So, jetzt haben wir eine Formel entsprechend, um das ausrechnen zu können. Wir hatten ja gesagt, F ist gleich m mal a. Und a, in diesem Fall die Radialbeschleunigung, die ersetzen wir, ist gleich v Quadrat durch r. Wenn wir das hierfür einsetzen, folgt daraus folgende Formel. Die Radialkraft, in diesem Fall die entgegengesetzte der Fliehkraft, ist dann m mal, und jetzt ersetzen wir das, V Quadrat durch R. Ja, jetzt fehlt uns was. Jetzt müssen wir erst ermitteln, wie schnell war die Kugel. Das können wir aber ganz leicht machen. Wir kennen ja folgenden Zusammenhang aus dem Pendelversuch oder aus anderen Versuchen. Da hatten wir doch gesagt, die Energien müssen gleich sein. Das heißt, wenn ich hier eine gewisse potenzielle Energie habe, habe ich hier unten eine kinetische Energie. Und die kinetische Energie ist Ergebnis der potenziellen Energie. Das heißt, je höher ich die loslasse, umso höher ist die Geschwindigkeit. Also hat man gesagt, W potenziell ist gleich W kinetisch. Und wenn wir das mit Leben erfüllen und sagen, W potenziell kann man mit M mal G mal H, G wie die Erdbeschleunigung, ermitteln und das mit 1/2 Masse mal V Quadrat, dann hatten wir gesagt, jetzt können wir, und jetzt mache ich mal Pause. Jetzt stellt mal das Ding so schlau wie möglich um, dass wir V ist gleich, beziehungsweise ist gleich V rauskriegen. Gut, also an der Stelle sind wir angelangt und jetzt könnte man natürlich die echte Geschwindigkeit ausrechnen, aber wir machen mal was anderes. Ich unterlege das mal mit Hellblau. Dieses Ding hier bedeutet ja, wenn ich das quadriere, dass ich bloß noch 2 mal G mal H ist V Quadrat habe. Ich muss aber V Quadrat hier oben haben. Hier, das ist das Schicke. Also kann ich doch Folgendes sagen. Dann werde ich mal diesen Term Fr ist gleich m mal und dann den ganzen Kram da einsetzen, so ersetzen. Also hier geht es weiter. Ich ersetze und mache dann Fr ist gleich m mal. Und jetzt statt v Quadrat schreibe ich die ganze Sache ohne Wurzel. 2 mal g mal h. Und jetzt durch r. Das schreibe ich nochmal hin. Tja, einen Haken hat die ganze Geschichte und zwar, ich weiß leider immer noch nicht. Wie groß ist dann Fr? Aber wir wissen was anderes. Wir wissen nämlich was anderes in Bezug auf diesen Punkt. Hier, es geht um diesen Punkt hier. Der ist wichtig, hier oben. Was gilt da? Diesen grünen Punkt, den werde ich jetzt hier unten nochmal darstellen. Ich habe also hier diese Bahn. So, und jetzt sage ich, hier ist meine Kugel und den Massepunkt der Kugel, die Gewichtskraft und die Fliehkraft, die genauso wie die Radialkraft berechnet werden, die sind beide gleich. Also gilt in diesem Punkt das hier, Fg ist gleich Fr. Jetzt wäre es ja schick, wenn wir irgendwie das noch hinkriegen, Fg zu ersetzen. Wie wird Fg, also die Gewichtskraft eines Körpers, wie wird die berechnet, die Fg? Richtig. Also das gilt da oben.
Fr und Fg sind gleich. So, und wenn ich das jetzt irgendwie ersetzen möchte, dann mache ich Folgendes. Fr werde ich durch diesen Term ersetzen. Und Fg werde ich durch m mal g ersetzen. Ich mache hier drüben mal weiter jetzt. Oder mal sehen. Ja, ich mache jetzt hier unten drüben mal weiter. Ich sage also, wenn Fg gleich Fr ist, das würde ich jetzt an eurer Stelle nicht mitschreiben, dann kann ich sagen, Fg ist ja Masse mal Erdbeschleunigung. Und Fr hatten wir ja uns geeinigt, dass es m mal 2 mal g mal h durch r. M mal 2 mal g mal h durch r. Eieiei. Ich möchte aber gerne die Masse haben. Was tun? Wir haben jetzt hier verschiedene Versuche gemacht und haben gesagt, naja, dann wenn wir das so gleichsetzen, dann kann man g schon mal durch g teilen. Auf beiden Seiten fliegt g raus. Wenn ich jetzt hier nochmal durch m teile, dann fliegt das auch raus. Dann steht hier, wenn ich durch m teile, steht hier noch eine 1. Ist gleich 2 mal h durch r. Das wird nicht. Also so kommt man nicht weiter. Es gilt zwar das, aber das ist nur der Anfang. Wie kommen wir weiter? Was müssen wir, wie können wir uns hier an dieses Problem ranwagen? Das verlockt natürlich diese Geschwindigkeit, nämlich, welche ist denn das? Das ist diese, ich sag mal einfach, V max, beziehungsweise ich könnte auch, machen wir es mal so, V unten hinschreiben. Was ist mit V unten gemeint? Damit ist dieser Punkt gemeint, hier. An diesem Punkt ist V unten. Und die ist wesentlich höher als hier. Sagen wir hier, V oben. Das heißt, so sehr das auch verlockt, dass wir sagen, oh Mensch, schön, das setze ich gleich mal hier oben ein, das war nicht der richtige Augenblick, nicht der richtige Ansatz. Das geht nicht. Das heißt, das ist zwar was wert hier, aber das ist nicht die richtige Geschwindigkeit. Denn wir haben gerade rausgekriegt, 1 ist nicht 7,2. Vielleicht kommen wir noch ein bisschen anders ran. Jetzt müssen wir die richtige Geschwindigkeit einsetzen. Und zwar die ausreichende Geschwindigkeit, dass die Radialkraft hoch genug ist. Überlegen wir mal weiter. Das heißt, wir können dann schon mit der Formel arbeiten, aber wir haben die falsche Geschwindigkeit eingesetzt. Nämlich nicht die unten, die ist nämlich viel schneller. Und hier oben ist es langsamer. Wenn ich hier aber 18 cm Loslasshöhe habe, von der Kugel hier soll die ja lossausen, und die ist hier oben, dann ist sie eigentlich, wenn das von hier bis hier 10 cm sind, mit einer gewissen Differenz nur gefallen, und zwar, also runtergesaust, und zwar 8 cm. Und wahrscheinlich kommen wir damit klarer. Ich habe also eine echte Nettofallhöhe und dann müssen wir mal gucken, ob wir mit den 8 cm klarkommen. Mal sehen, was das ergibt. Probieren wir es nochmal mit der Formel. Also, hier V unten einzusetzen ist falsch, ne? Das wäre unten. Achtung. Unten ist falsch hier. Sondern wir müssen V oben einsetzen. Was genauso gerechnet wird. Aber mit einer anderen Höhe. Gut, machen wir das mal. Also, Fr ist dann m mal und so weiter. M mal, was hat man gesagt? Ohne alles gleich 2 mal g mal h durch r. 2 mal g mal h durch r. Und jetzt, wohlwissend, dass das hier das V-Quadrat von V unten ist. V-Quadrat unten, das schreibe ich mal nochmal ran. Und jetzt setze ich hier nämlich dementsprechend auch eine Höhe von 8 cm ein. Naja gut, also wir haben jetzt nochmal diesen Ansatz geprobt, dass wir gesagt haben, in diesem Punkt, so wie vorhin schon mal dargestellt hier, Fg ist gleich Fr, das heißt, die Kräfte, die halten sich gerade so, dass die Kugel nach oben die Bahn berührt. Wenn ich das wieder ins Verhältnis setze, komme ich auf so einen Quatsch hier. Das ist Fg hier, habe ich ersetzt durch m mal g und Fr habe ich daraus gemacht. So, die m's und g's rausgestrichen, müsste das 1 ist gleich 2 mal 8 cm durch 5 cm beim besten Willen. Wird nicht sein. 16 durch 5, 1 ist nicht gleich 3. Das geht nicht. Also das können wir in diesem Fall so vom Ansatz her nicht machen. Aber das andere war schon nicht so falsch. Vielleicht kommen wir hiermit weiter. Gut, wir haben beschlossen, wir weichen aus. Wir müssen, denn wir haben das mit einer kleineren Masse gemacht. Das stimmt überhaupt nicht. Die kriegt man überhaupt nicht bis zum Looping. Das ganze Ding ist doch masseabhängig. Also machen wir Folgendes. Gut, wir machen einen Massevergleich. Und zwar haben wir ein Lineal genommen und hier eine entsprechende Länge und hier eine entsprechende Länge und hier eine bekannte Masse ermittelt. Jetzt stellen wir also eine Formel auf. M1 verhält sich zu 37,5 cm.
wie 50 Gramm als M2, ne? Wissen wir schon, zu 62,5 cm. Wir nehmen die ganze Sache mal 37,5 cm und wissen dann M1. Das ist dann gleich wie viel? Ich schreibe diesen Blödsinn auch noch hin. Wir müssen noch das, pardon, wir müssen noch das Ganze ganz anders aufstellen. Eben kam nämlich was ganz Dummes raus. Und jetzt ist es aufgefallen. War ganz gut. Kann ja nicht leichter sein. Wir sagen M1 mal, und jetzt haben wir es, ist gleich, und das mal M2, also mal 50 Gramm. Ich muss durch 37,5 Zentimeter teilen. Eine Art Hebelgesetz. So wie F1 mal L1 ist F2 mal L2, haben wir hier M1 mal L1 gleich, in diesem Fall L2 mal M2 genommen. A la Hebelgesetz, ne? So ähnlich haben wir einen Massevergleich durchgeführt. Also jetzt eintippen bitte, und dann müsste die Masse der Kugel rausgekommen sein. So, jetzt haben wir 83,3 Gramm. Da wir im Allgemeinen aber hier mit Kilogramm und ähnlichen Gramm messen, wir wollen ja Newton raus haben, Kilogramm und Newton pro Quadratsekunde, müssen wir hier Kilogramm draus machen. M1 ist demzufolge wie viel Kilogramm? 0, und jetzt 0,833, ne? Jetzt höre ich gerade Stille, wegen der Umrechnung. So, und jetzt setzen wir das mal hier mit ein, mit allem Schnickschnack. Also, FR ist gleich 0,0833 Kilogramm. Das alles mal 2 mal 9,81 Meter pro Quadratsekunde mal, wenn wir mit Metern arbeiten, 0,08 Meter. Jetzt wird es knapp hier am Rand. Und jetzt müssen wir noch durch R teilen. Und R waren 8 cm, 0,08 Meter hier nochmal. 0,05. Jetzt habe ich aber geschmiert, weiß ich. Gucken wir mal die Einheiten an, ob man hier entsprechend auch das Richtige rausbekommt. Hier muss Kilogramm und Meter pro Quadratsekunde rauskommen. Ich kürze mal mit Blau. Diese Meter vom Radius und diese Meter von der Beschleunigung, die fallen weg. Bleibt nur eins. Dieses Meter bleibt übrig. Die Zahlen bleiben übrig. Kilogramm und blaues Meter pro Quadratsekunde. Müsste gehen. Jetzt bitte tippen, mal sehen, was wir für eine Kraft haben. Jetzt haben wir diese mühsam hingeschmierte Geschichte hier mal entwirrt. Aus den blau umkringelten Dingern ergeben sich Kilogramm und Meter pro Quadratsekunde, also Newton. Und alles ineinander getippt und mit Überschlag bestätigt. 2,615 Newton. Wo ist der Haken? Jetzt haben wir was anderes ausprobiert. Jetzt haben wir gesagt, gut, der Ansatz, der ist ja gar nicht so blöd. Fg ist m mal g und fr ist m mal v Quadrat durch r. Haben das nochmal gleichgesetzt und haben mal gesagt, jetzt ermitteln wir mal die Geschwindigkeit, die nötig ist, wenn die beiden Kräfte gleich sind. Und da sind wir auf 0,7 Meter pro Sekunde gekommen. Vielleicht kommen wir ja jetzt weiter. Nochmal hier geschaut. Hier haben wir diese Formel genommen, die muss verfälscht gewesen sein. Wir müssen eine Bahngeschwindigkeit nehmen und nicht eine Geschwindigkeit, die sich aus einem gesteuerten Fall ergeben hat. Wir probieren mal jetzt noch was aus. Wir sagen, die 0,7 Meter pro Sekunde setzen wir mal in unsere Formel für die Radialkraft ein. Also Fr ist gleich. Und jetzt 0,0833 Kilogramm. Ich habe die Gramm gleich umgerechnet. Mal und jetzt 0,7 mal 0,7 ist rund 0,5. Einverstanden? Ja. 0,5 Quadratmeter pro Quadratsekunde. Und jetzt teilen wir noch durch R, das sind 0,05 Meter. Das waren diese. So, mal schnell die Einheiten gecheckt. Zack. Schwupp. Sieht besser aus. Kriegen wir auf jeden Fall was Vernünftiges raus. Rechnen wir es nochmal aus. Warte mal, durch 5 habe ich hier 0,1. Durch 5 ist 0,01. 0,01 durch 0,01 ist 1 und hier ist es 2 Stellen. 1, 2 Stellen. Zack. Jetzt habe ich fast nichts mehr zu rechnen. Was kriegen wir raus? Fr ist gleich. Und jetzt 8,37. Bleibt noch was übrig. Hauptsache, ich habe mich nicht verguckt. Kilogramm und Meter pro Quadratsekunde. Mit anderen Worten, 8,3 Newton. Würde das funktionieren? 8 Newton, 10 Newton ist ein Kilogramm. Oder haben wir uns hier um irgendeine Kommastelle verhauen? 0,1, danke. Ich hatte diese 0,1 übersehen und demzufolge wissen wir es, es sind
Naja, wir wollen schnell machen, wir wollen nämlich noch einen Versuch machen. Das sind also Fr ist gleich 0,837 Newton. Ja, und das entspricht doch der Gewichtskraft unserer Kugel. Einverstanden? Gut, das Video machen wir jetzt dicht an der Stelle. Wir sind soweit durch, das passt jetzt auch zusammen und wir haben uns hier ein bisschen im Kreis gedreht, aber haben entdeckt, dass man hier nicht die einfache Geschwindigkeit aus irgendwelchen Fallversuchen nehmen kann, sondern es ist die echte Bahngeschwindigkeit. Um die geht's. So, ich mache das Video dicht und ich bereite den nächsten Versuch vor.